Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Kelvin und ich darf euch äh, zu einer weiteren Podcast-Folge begrüßen. Und in dieser Folge geht es um versteckte Funktionen in Photoshop. Naja, ganz so versteckt sind sie eigentlich ja nicht, aber ich habe die Erfahrung gemacht auf vielen hundert Seminaren, dass die meisten Teilnehmer genau die Funktionen, die ich euch jetzt vorstelle, Einfach noch nicht kennen bzw. vielleicht mal irgendwo gesehen haben, aber sie nicht nutzen. Ja, und da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Video und ich bin mal gespannt, wie viele der Tipps ihr noch nicht kanntet. Schreibt es am Ende definitiv in die Anmerkungen, ob ihr zum Beispiel alle Tipps schon kanntet, äh, welche ihr noch nicht kanntet und so weiter. Okay, wir fangen an mit meinem ersten Tipp. Der erste Tipp lautet Arbeiten mit zwei Fenstern. Das macht immer dann Sinn, wenn ihr zum Beispiel mal auf einer Maske arbeiten wollt und gleichzeitig das Resultat äh, auf den Pixeln sehen möchtet oder in zwei verschiedenen äh, Zoom-Stufen arbeiten möchtet. Ich zeige euch das mal. Und zwar könnt ihr auf Ansicht äh, gehen, nein, es ist bei Fenster hier oben, Anordnen und dann gibt es hier einen, ja, ist schon ein bisschen versteckt der Befehl, neues Fenster für... Driver, so heißt mein Bild jetzt hier. Und wenn ihr da draufklickt, geht jetzt ein neues Fenster auf. Ja, das sieht erstmal aus wie ein neues Dokument. Wenn man das mal in der Ansicht sieht, sieht man, ich habe jetzt zwei Tabs hier oben, aber diese beiden Dokumente hängen noch zusammen. Das seht ihr dann, wenn ihr zum Beispiel jetzt auf Fenster anordnen geht und sagt jetzt zum Beispiel, ihr möchtet diese zwei Bilder zum Beispiel nebeneinander oder übereinander anordnen. So zum Beispiel. Ja. Jetzt gehe ich mal hier auf dieses Dokument. Ich zoome mal näher ran. So, kann mir das mal hier anordnen. Jetzt ziehe ich dieses untere Dokument hier ein bisschen nach oben. Das ist natürlich jetzt total bescheiden, weil ich hier mit äh, 1280, guckt euch das mal an. Mit 128027 ähm, arbeite, ja, mit einer Auflösung hier fürs Desktop-Recording. Also, ihr werdet definitiv mehr Platz zur Verfügung haben. Fakt ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier oben etwas am Bild macht, ich erstelle mir jetzt hier mal eine leere Ebene, setze die hier mal auf weiches Licht und würde jetzt zum Beispiel einfach mal die Brille hier noch weiter abdunkeln, ja, und dann habt ihr das vielleicht unten gesehen, das ist jetzt total knapp alles hier. Ich zoome mal etwas näher ran, weil der eigentliche Vorteil ist der, dass man unten die Version oder die Version, die jetzt zeitlich angeordnet ist, in einer anderen Zoom-Stufe lässt. Dann kannst du hier nämlich im Detail arbeiten. Also ich helle jetzt mal an einer anderen Stelle auf, einfach mal, um das so ein bisschen zu zeigen. Und du siehst unten, achtet mal unten auf das Bild hier. Da seht ihr jetzt direkt das Resultat. Und so könnt ihr dann Bildern, ähm, äh, oder Bilder bearbeiten und direkt aber in zwei Zoom-Stufen beurteilen. Das ist wirklich ein Vorteil, gerade dann, wenn ihr eine Hautretusche macht, dann ist es ja so, dass man, wenn man nah ran zoomt, äh, eigentlich arbeitet, aber von weit her betrachtet, wirkt die Haut dann viel zu glatt. Ja? Oder ihr könnt hier zum Beispiel auf der Maske direkt arbeiten. Und unten seht ihr dann das Resultat, zum Beispiel beim Freistellen. Also, das ist eine tolle Funktion. Ist natürlich hier jetzt bei mir total bescheuert, weil ich kaum Platz auf dem Bildschirm habe. Aber gerade dann, wenn ihr vielleicht sogar zwei Bildschirme habt, ist das eine super Funktion. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr eine Datei von den beiden dann einfach schließen. Ist völlig egal. Es bleibt alles bestehen. So, das war mein Tipp Nummer eins. Arbeiten mit zwei Fenstern. Das Ganze über Anordnen hier. In Zuerst neues Fenster für und dann äh, diese beiden Fenster eben hier ähm, anordnen. Tipp Nummer zwei, ganz primitiver Tipp, Leute, aber ähm, ihr dürft nicht lachen, es wissen viele wirklich nicht. Angenommen, ich habe jetzt hier eine Schwarz-Weiß-Einstellungsebene und möchte die Deckkraft reduzieren. Ganz viele machen das, indem sie hier auf dieses Dreieck klicken, dann versuchen, diesen, dieses Dreieck zu erwischen um dann die Deckkraft zu regeln, dann wieder das Dreieck zu klicken. Leute, das war vor was weiß ich wie vielen Jahren in Photoshop so. Jetzt geht man einfach auf das Wort Deckkraft und zieht. Ja? Und wenn euch das zu schnell geht hier, dass ihr kein Gefühl habt, dann haltet ihr einfach die Shift-Taste gedrückt, das Ganze geht in Zehner-Schritten. Ja? Und wenn ihr die Alt-Taste drückt, guckt mal, wie langsam das plötzlich geht. Ja, da können wir die Deckkraft regeln. Und das geht mit dem Pinsel hier oben. Ja, einfach, einfach die Alt drücken. Wenn, wenn ihr sagt, das geht alles zu schnell. Ja, mit der Alt geht es wesentlich langsamer. Oder eben mit der Shift Taste in zehner äh, Schritten. Aber bitte, ich will keinen mehr sehen, der auf dieses Dreieck da klickt, verändert und dann wieder auf dieses Dreieck klickt. Wenn ich das auf den Seminaren sehe, ja, da könnte ich ausflippen. Aber wenn man es nicht weiß, okay, gewöhnt es euch an, ja, ähm, dass ihr das eben so macht. Es ist äh, ein hilfreicher Tipp. Ja, ihr könnt auch hier die Deckkraft eingeben mit Prozentzahlen, aber das mache ich eigentlich äh, relativ selten. Ich klicke immer hier auf das Wort. Also, Deckkraft via Drag-and-Drop-Regeln. Ja, mit Shift in 10 schritten und mit der Alt-Taste geht das Ganze extrem langsam. Dann habe ich noch einen Tipp für euch und zwar, ähm, angenommen ihr habt jetzt ein Bild fertig reduziert, so wie dieses Bild hier jetzt, es ist zwar noch nicht fertig, aber äh, angenommen das wäre jetzt fertig und ihr wollt das Bild nachschärfen, So, also das ganze Bild, alle Ebenen, alles was ihr jetzt hier im Ebenenstapel habt, wollt ihr nachschärfen, ja was macht ihr, ja? ihr könnt jetzt nicht schärfen, das geht nicht, weil hier ist eine Einstellungsebene, ihr könnt hier unten irgendwo eine Pixelebene suchen, aber dann schärft ihr ja auch nicht alles nach, ja. Wenn ihr alles zum Beispiel nachschärfen wollt oder auf alles einen Filter anwenden wollt, gibt es etwas, das viele nicht nutzen. Und zwar könnt ihr alle Ebenen, alle, mit gedrückter Shift-Taste markieren. Also ihr klickt die letzte Ebene an und dann die allererste, markiert die mit gedrückter Shift-Taste und wandelt diese ganze, ganzen Ebenen um in ein Smart-Objekt. So. Jetzt dürft ihr nicht erschrecken. Das sieht erstmal so aus, wenn ihr alle Ebenen nach unten reduziert hättet. Ja, was ihr eh gemacht hättet, wenn ihr das Bild hättet nachschärfen wollen oder ihr hättet nach oben zusammengefasst oder wie auch immer. Ihr seht, es handelt sich hier um eine riesige Datei. Ja, ähm, deswegen dauert das Ganze jetzt ein klein wenig. Aber ihr werdet sehen, es entsteht gleich eine Ebene und diese eine Ebene ist ein Smart-Objekt. Und auf dieses Smart-Objekt könnt ihr dann sämtliche Filter anwenden. Äh, ja, ihr seht es. Ja, ihr seht es an diesem kleinen Viereck. Also, ich mache die Ebenen mal größer. Übrigens auch ein kleiner Tipp: einfach Rechtsklick auf die Miniatur, große Miniaturen. Und jetzt seht ihr das. Das ist ein Smart-Objekt. Und jetzt kann ich hier ganz normal einen Scharfzeichnungsfilter anwenden, wie zum Beispiel unscharf maskieren. Ich mache das mal ein bisschen extremer. So. Das hat er jetzt übertragen. Ja, das sieht man hier. Vorher, nachher. Ich hätte es sogar noch ein bisschen extremer machen können. Und jetzt kommt der Hammer. Wenn ihr jetzt in das Bild hineingehen wollt, in die ganzen Ebenen, dann klickt ihr einfach doppelt auf dieses äh, Icon, auf diese Miniatur. Es dauert jetzt wieder ein klein wenig. Wie gesagt, es ist ein riesiges Dokument. Ähm, und dann könnt ihr die ganzen Ebenen wieder ändern. Ähm, da seht ihr, das Bild war eigentlich äh, viel größer. Also, ihr könnt jetzt zum Beispiel meine letzten Ebenen hier rausnehmen. Und dann schließt ihr das einfach wieder. Wichtig ist, dass ihr speichert. Ja. Und dann können ihr wieder in das andere äh, Dokument gehen und äh, der überträgt das Ganze dann. So, das schließen wir mal. Ja, 83 Prozent, das dauert ewig. Okay, also, äh, das ist auch eine Funktion. Wir gehen hier mal wieder zurück. Ähm, übrigens, da kenne ich direkt noch einen weiteren Tipp, den ich euch geben kann. Äh, der speichert immer noch, ist Wahnsinn. Ähm, einen weiteren, ja, wir müssen jetzt einfach mal ganz kurz warten. Eigentlich schneidet man ja sowas raus ne, bei Podcast-Folgen, aber ich finde es immer ganz cool, wenn es auch mal nicht so richtig klappt, wenn es mal ein bisschen dauert. <laughs> Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal. Ähm, auch noch eine, ja, da seht ihr das, ne? Also die, die Schärfung ist noch mit drin und er hat jetzt quasi ähm, die Ebenen rausgenommen. Also, ihr könnt sie jederzeit bearbeiten. Ich habe jetzt hier ein Bild, das ist mit 50 Millionen Auflösung geschossen, dann noch ein Haufen Ebenen, das dauert jetzt halt ewig. Eine weitere tolle Funktion, die viele nicht kennen, wenn ihr jetzt sagt, oh verdammt, ich habe jetzt mein Bild verarbeitet, eigentlich will ich das Bild äh, so haben, wie ich es letzte Mal geöffnet habe. Ja? Also so, wie ich äh, es zum letzten Mal abgespeichert habe, meine letzte Version, da gibt es ja den Befehl Datei zurück zur letzten Version. Und wenn ihr ähm, diesen Befehl klickt, dann ähm, sucht sich Photoshop äh, den Zustand des Bildes raus, den ihr zum letzten Mal hattet. Oder als ihr die Datei zum ersten Mal geöffnet habt oder das letzte Mal geöffnet habt, ja, dann kommt der letzte Zustand wieder. Ist ein bisschen tricky hier. Ähm, aber äh, gerade dann, wenn man mal so ein paar Schritte verbockt, dann geht man am besten auf diese Funktion und sagt, hey, stell mir das einfach so wieder her, wie ich es äh, zum letzten Mal geöffnet hatte. Okay. Dann ähm, gibt es auch noch eine coole Aktion. Ich mache mal das Bild ganz kurz ein bisschen kleiner, ähm, damit es hier jetzt zu keinem Chaos verfällt, wenn ich jetzt weil es geht jetzt um Aktionen. Es gibt in Photoshop nämlich vordefinierte Aktionen, die die meisten von euch wahrscheinlich noch gar nicht gesehen haben. Und da sind schon ein paar coole Sachen dabei. Und ich will euch jetzt einfach motivieren, mit diesen Aktionen mal so ein klein wenig herumzuspielen. Da gibt es nämlich zum Beispiel Aktionen über Bildeffekte, über Spezialeffekte, vom Regen über den Schneesturm bis hin zur Echsenhaut. Das ist jetzt kein Witz. Es gibt eine Aktion, die heißt Echsenhaut. Ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar blende ich mir jetzt zuerst einmal die Aktionen ein. Da sind sie. So, das sind jetzt ein paar, ich arbeite nie mit, nie mit Aktionen. Das sind jetzt mal ein paar, die ich mir irgendwann mal erstellt habe. Und hier, über dieses kleine Dropdown-Menü. Übrigens, da solltet ihr immer draufklicken. Wenn ihr da draufklickt, passiert meistens was. Ja? Und da gibt es jetzt zum Beispiel Produktionsaktionen, Sternschweif, Texteffekte, Strukturen. Wir gehen mal auf Bildeffekte. Ja? Und jetzt gibt es hier verschiedene. Bildeffekte von Niesel, da ist die Echsenhaut. Ich klicke jetzt nicht drauf, weil es Schrott ist. <laughs> Aber ihr könnt es selbst mal testen. Ähm, einfach mal ein bisschen rumspielen, was es da alles gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf altes Foto klicke, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier geht. Ja, farbelos ist nicht verfügbar. Ihr seht, vielleicht hätte ich die ganzen eben zusammenfügen äh, müssen. Die meisten Aktionen gehen. Wir nehmen mal halt Schneesturm. Wow das ist der bekannte Schneesturm in Photoshop, Leute, also vergesst mal hier die Bildeffekte, stöbert einfach mal durch, es gibt in der Tat wirklich ein paar spannende, ich glaube es war bei LAB, schwarz weiß -Technik. da war ein bisschen was dabei, was man durchaus mal probieren kann, nehmen wir mal das hier, da, da legt ihr auch Masken an und du kannst dann nochmal selbst steuern. Jetzt ist der dämliche Schneesturm noch drin. Ihr seht es hier. Ja. Ähm, also probiert da definitiv mal aus. Es gibt eigene oder vordefinierte Aktionen, äh, Befehle, schaut euch das mal alles an. Ja. Bilder um 90 Grad drehen, also so, so hilfreiche Aktionen im Alltag. Ich arbeite nicht mit Aktionen. Ähm, was aber nicht heißt, äh, dass ich euch nicht empfehlen möchte, da mal tiefer einzusteigen. Okay, dann äh, will ich euch mal noch eine tolle Funktion äh, zeigen. Ich meine, für die Grafiker ist es wahrscheinlich jetzt schon äh, bekannt, aber es gibt viele, die das eben noch nicht wissen. Und zwar, wie ermittelt man eine Bildmitte? Ja, wie ermittelt man jetzt genau hier den Mittelpunkt des Bildes? Viele blenden sich die Lineale ein, messen dann ab oder was auch immer. Da gibt es eine ganz einfache Funktion. Und zwar geht ihr auf Ansicht und dann geht ihr auf Neue Hilfslinie. Und ihr könnt hier auch Prozent eingeben. Zum Beispiel 50 Prozent. Ja, und dann seht ihr, das ist die, Bild, die erste Bildmitte. Ich gehe jetzt nochmal auf Ansicht und sage neue Hilfslinie, diesmal aber vertikal und gebe hier auch 50% ein und zack habt ihr die Bildmitte. Ihr glaubt nicht, wie viele Menschen jetzt hinterm Rechner sitzen und sagen, oh mein Gott, ist das einfach. Ey, ich habe früher auch rumgerechnet, ich habe lineale hingehalten an den Bildschirm, ja, weil ich nicht wusste, wie einfach man die Bildmitte errechnen kann. Ich habe dann auch mit Auswahlen äh, Zeug probiert und so weiter. Also, das ist eine ganz einfache Geschichte. Okay, ja, das waren eigentlich schon meine Haupttipps. Ich gebe euch jetzt am Ende mal noch einen Tipp, der, der bringt euch gar nichts. Ja? Aber ich finde es cool ohne Ende. Ja? Und zwar, wenn ihr auf Datei auf Voreinstellungen geht, auf die Benutzeroberfläche. Habt ihr da schon mal mit gedrückter Shift und gedrückter Alt-Taste auf diese Symbole hier geklickt? Schaut mal, mit Shift und Alt bekommt ihr eine Ansicht mit Toast. Und mit Shift, Alt und Command gibt es Kaffee. Ich weiß nicht, welcher Programmierer ja, äh, dafür verantwortlich ist, für dieses Easter Egg, aber ich finde es einfach nur cool. Es bringt überhaupt nichts, ja, aber äh, ich finde es geil, dass man da Kaffee und ja, Toast sich darstellen kann, je nachdem, wie ihr, also diese es betrifft diese Hintergrundfläche ja ob ihr die hell haben wollt das ganze also wahnsinn ne Konzentriert euch auf die anderen Tipps. Schreibt gerne mal äh, in die Anmerkungen, welche Tipps ihr noch nicht kanntet. Und Leute, denkt dran, ich mache die Podcasts sehr gerne, aber ich hätte gerne, dass ihr die mehr teilt, mehr anklickt, auch vielleicht mal auf eurer Timeline empfehlt. Natürlich nur dann, wenn ihr die Tipps hilfreich findet. Aber bitte teilt diese Folgen, empfehlt sie. Ich zähle auf euch. Ja, und ich freue mich drauf, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Danke fürs Zuschauen und bis bald.